Linz gibt den Ton an. Nicht nur in puncto Nächtigungszahlen, die stetig steigen, sondern auch mit dem neuen Jahresthema Musik. Durch das Kulturhauptstadtjahr 2009 konnte man bereits eine Zuwachsrate bei den Gästen verzeichnen. Mit der Eröffnung des neuen Musiktheaters am Linzer Volksgarten soll das seine Fortsetzung finden. Das neue Haus bietet jetzt die Möglichkeit, das volle Repertoire auszuspielen und vor allem auch auf der Bühne etwas zu zeigen, was bisher einfach nicht möglich war. Wir werden mit den großen Häusern, nicht nur in Österreich, sondern im mitteleuropäischen Raum, sicher mithalten können, denn wir haben das modernste Haus in Europa. Wir haben einfach die verschiedenen Veranstaltungen, die verschiedenen Themenbereiche rund um die Musik zusammengefasst und ein Jahresthema sozusagen mit unseren Partnern abgestimmt, wo sich ein jeder zu diesem Thema quasi einbringen kann. Und als Höhepunkt ist die Eröffnung dieses neuen Musiktheaters. Im Jahr der Musik wird der Tourismusverband Linz verstärkt mit Kultureinrichtungen aus Stadt und Land zusammenarbeiten. So startet man im Brucknerhaus in die kommende Saison nicht nur unter neuer künstlerischer Leitung, sondern auch mit vermehrt internationalem Programm. Internationalität heißt auch, Kultur- und Klangkörper hierher zu holen, die noch keine Stars sind. Natürlich die Stars, das ist ganz wichtig. Aber das, was Linz ausmacht, und das soll auch ein bisschen unser Profil sein, ist neugierig machen. Neugierig machen und zum Entdecken einladen. Das soll die Tourismusbotschaft für 2013 sein. Bei der Tourismuskonferenz im oberösterreichischen Kulturquartier stellte der Tourismusverband Linz das Programm sowie neue Markenstrategien vor, die dann nach außen zum Gast getragen werden sollen. Wenn man sich anschaut, dass der Tourismus Linz Steigerungen hat, während andere Städtetourismusverbände zurückgehen, muss man Respekt haben vor dieser Leistung. Er ist natürlich auch für die Kultur ein wichtiger Zubringer. So romantisch dieser Tourismus und das alles klingt, hinter den Kulissen ist es beinharte Arbeit. Und wir haben natürlich unser Einzugsgebiet definiert, diese 150 Kilometer rund um Oberösterreich. Und das ist zufällig das Einzugsgebiet für den Linzer Handel. Das ist gleichzeitig das Einzugsgebiet für unsere Musikstätten. Das ist gleichzeitig das Einzugsgebiet für Wochenende oder für Kurzurlaube. Und aus diesem Gebiet Leute nach Linz zu locken, ist unter anderem eine Aufgabe von Linz Tourismus. Was im kommenden Jahr die Musik ist, könnte 2014 die Donau sein. Anlässlich des Falls des Eisernen Vorhangs vor 25 Jahren wird die schöne blaue Donau somit das nächste Jahresthema werden.